aus Iram haben einen zu großen Einfluss. Willkommen zurück. Oh, hoppla, ich habe immer noch die Bilder im Dingens. So. Ich habe mir für YouTube einen kleinen Cut erlaubt und bin wieder bei Meridian, um hier jetzt den langen, weiten, beschwerlichen Weg zur nächsten Mainquest zu gehen. Ich habe das Problem aus der letzten Folge jetzt endlich lösen können. Und zwar, yippie, nach Mutterwacht kommen wir später wohl nochmal. Und dann sind die Tore dauerhaft geöffnet. Das heißt also, es besteht für uns kein Grund zur Panik. Keine Panik! Wir können irgendwann da wieder rein und endlich die Energiezelle holen, die wir ja vergessen haben. Boah, was heißt vergessen haben? Übersehen haben. Sagen wir lieber übersehen, das passt eher dazu. Dafür geht die gute Aloy jetzt wieder zurück. Nein, keine Panik. Keine Panik! Geht die gute Aloy jetzt den Weg zur nächsten Mainquest, wo wir hoffentlich noch mehr Informationen zur bevorstehenden Invasion von Meridian bekommen. Denn da möchte jemand einen fetten Krieg anzetteln, aber nicht mit uns. Wir sind auf Meridians Seite. Die Leute scheinen ziemlich nett zu sein. Sind das Kühe? Nee, das sind tatsächlich Roboter. So ein Mist. Ich habe gehofft, dass wir echte Kühe sehen. Aber nein. Wir kriegen Bergziegen. So, die uns auch versuchen anzugreifen. Aber wir sind genauso schnell wie sie. Denn wir reiten schon auf einer Bergziege. So, und wir folgen diesem Weg. Oh, da war ein Fuchs. Ich brauche immer noch Fuchsknochen. Aber die sind so... Oh, hallo. Hallo, Sägezahn. Upsa. Ich glaube, wir müssen hier mal schneller laufen. Schneller, Ziege. Schneller. Lauf. Okay, du kannst... Ey. Du könntest in der Landwirtschaft arbeiten. Ein paar Felder öffnen. Du kannst kleine Bäume umrennen. Das ist ja regelrecht bombastisch, innovativ. Sag mal, ey Leute, du könntest reich werden mit dieser Technologie. Oh, wait. Wildtierkill? Ich habe da wohl irgendwas auf dem Weg umgerammt. Eine Ratte. Ha, davon haben wir schon genug. 50 von 50. Schade. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir das noch, dass wir noch ein bisschen was mitnehmen können. Leider nein. Oh, da drüben sind Schürf-Roboter und meine kleinen Freunde, die Vögel. Die Vögel sind toll, ich mag die Vögel. Also nicht als Gegner, aber so an sich finde ich die eigentlich ziemlich cool. Wait. Okay, wir müssen doch leider einmal zurück. Du hast nichts gesehen. Ganz ruhig, kleiner Vogel. Nehmt gleich beinahe einen massiven Fehler begangen. Hallo. Oh, Verzeihung, das wollte ich so jetzt nicht. Das tut mir auch leid. Irgendwie, hey, nimm's mir nicht persönlich. Das war nichts gegen dich. Das war ein. War es einfach plötzlich da und ich habe mein Fernlicht nicht ausgeschaltet und so. Ich habe es verstanden. Ich bin schuld. Kann mal jemand das Forstamt anrufen? Das wäre super. So. Wir sollen hier den Hang hinaufklettern. Ich sehe es schon wieder. Es kommen hier wieder solche blöden Vögelchen. Was haben wir denn da? Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer ist gut. Mit Lagerfeuern komme ich klar. Da kann man abspeichern. Das habe ich verstanden. Ah, da sind hier solche Kletterdinger. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. So. Erschwerte Bedingungen.
keine gelben Punkte zum Klettern gefunden. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Na gut, einmal schnell speichern. Gucken wir uns an, was der Silence zu sagen hat. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ich kann mir schon fast vorstellen, was er gemacht hat. Und zwar hat er bestimmt die Technologie herausgefunden, wie sie, wie die Leute von Eclipse die, die Roboter überbrücken können. So, und dann wollen wir mal gucken, was dahinter ist. Ich bin mal auch sehr gespannt. Ja, komm. Achso, ich sollte mich vielleicht ducken. Oh, na, das sieht ja nicht sehr freundlich aus. Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Okay, aber das macht ja nichts. Wir können versuchen, uns hier entlang zu schleichen. Gehen wir einfach mal ganz kurz gucken, was wir hier alles haben. Okay, der ist echt scheiße. Und ich würde sagen, der ist so ziemlich der, der am meisten Terror verursachen könnte. Bei diesen Bewegungen. Du hast nichts gesehen. Rein gar nichts gesehen. Hat auch nicht. Finde ich gut. Also nach wie vor, wir versuchen. Oh oh. Ich sagte nichts gesehen. Dreh ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Okay, er ist schon in Abklingzeit. Das ist sehr gut. Können wir hier mal ganz kurz die Spur markieren? Okay. Ich dachte, du wolltest die Geheimnisse der Erde lüften, Aloy. Oder willst du nur deine Zeit verplempern? Ey, bleib mal geschmeidig, Diggi. So. Der macht hier einen relativ langen Weg, sobald er an uns vorbei ist. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller, es ist schon hier gerade nicht sehr einfach. Probier mal was. Nee, ich kann meine Treumaschine nicht ranholen. So. Okay, er hat mich zwar schon gewittert,
Aber das macht nichts, denn er wird mich nicht da finden, wo er mich als letztes gesehen hat. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein an der Stelle hier. Da drüben ist er. Genau. Deine Wegmarkierung brauche ich. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier das nächste hohe Gras ist. Da drüben. Ja, das Doofe ist nur, dass er einen ziemlich langen Weg geht und auch nicht lange stehen bleibt, glaube ich. Nee, der bleibt nicht lange stehen. Das ist so ein bisschen Geduldsspiel. Ich könnte versuchen, da hinten hinzugehen. Ja, eklig. Ich weiß. So, weil hier ist nochmal hohes Gras. Aha! Und hier könnten wir nochmal ein bisschen Glück haben. Der ist schon mal nicht mehr weiter unser Problem. Der kleine hier ist jetzt unser nächstes Problem. Denn wir müssen da oben in das hohe Gras. So, deine Spur markieren. Jetzt die Frage, bleibst du dort oben an der Kante kurz stehen oder gehst du weiter? Nee, der geht tatsächlich direkt weiter. Ist jetzt für uns nicht sehr praktisch, um dort hoch ins hohe Gras zu gehen. Aber wenn wir vorsichtig sind, kriegen wir das vielleicht trotzdem hin. Weil er bleibt da oben kurz stehen. Und quasi sobald er sich von dort wegbewegt, bewegen wir uns auch. Und na, fuck. Schwupp. Nein, nein, hier ist nichts. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Ich bin unsichtbar, ihr findet mich nicht. So ist, dass hier der Vogel gerade mit seinem... mit seinem komischen Suchlaser irgendwas macht oder so. Okay, er hat mich gefunden. Weg hier. Hoch? Nope, ich komme da nicht hoch. This way? Nope. Weil hier ist irgendwo irgendwas. Ich glaube, ich komme doch hier hoch. Na gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen knackiger werden. Hallo, mein Freund. So, den einen haben wir. So ist nur, ich bin gerade mies geflasht hier. Lauf, lauf. Und da geht mir die Post richtig hart ab. Vielleicht irgendwie wieder zurück. Das würde vielleicht was bringen. Noch tust du so, als ob. So, das war jetzt zumindest schon mal ein guter kritischer Treffer. Jetzt die Frage, wie bin ich hier eigentlich nochmal reingekommen? Okay, hey, das ist gut. Die wissen nicht, wo ich bin und ich habe einige ziemlich hart angeschlagen. Das ist zumindest mal eine gute Aussicht, finde ich. Und wir sind wieder am Anfang. Ach ja, Mensch, da drüben ist auch das Feuer. Ausgezeichnet. Das gehört jetzt mir. Ja, ganz richtig. So, während die mich jetzt hier blöd suchen, versuche ich es mal mit ein bisschen sneaky. Vielleicht habe ich ja... Oh,
Glück und... Fuck. Und kriegt nochmal den ein oder anderen direkt vor die Nase. Da läuft irgendwas. Sag mal, nimmt hier Drogen oder so? Ihr hüpft hier blöd durch die Gegend. Ah, da oben sind Seile. Ah, oh. Das wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen. Hier einfach hochzuklettern. Zack. Wäre ja viel zu einfach, sich erstmal umzugucken. Und... Ach, dammit. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade hinschießt, aber... Au. Au. Okay. Hab's verstanden. Hat funktioniert. Die sind schon ein bisschen ruppig hier, die beiden. Boah, die Viecher. Aber die bewegen auch ihren Kopf echt miserabel. Die sind richtig rapide unterwegs. Die Art und Weise kriegen wir sogar noch ein paar Erfahrungspunkte. Ist zwar jetzt der ätzende Part, tatsächlich. Das so zu machen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein bisschen angenehmer. Als hier... Ja, und weiter. So, jetzt aber. Wupp. Ah nee, fuck, die sehen mich ja sogar. Aber jetzt nicht mehr. Ach doch, der sieht mich immer noch. Ich muss einmal komplett aus dem hohen Gras hier raus. Und jetzt hier wieder reingehe. Haha, jetzt bin ich unsichtbar. Ich kenne eure Schwachstellen. Und die nutze ich auch. Ich muss hier ein bisschen vorsorglicher umgehen. Na komm, jetzt seht ihr mich, ich weiß. Aber so kriege ich zumindest meine Kräuter wieder. Ja, komm, du hast mich doch schon gesehen. Jetzt komm da wenigstens. Okay, er will nicht runterkommen. Ich will auch nicht zu ihm hochkommen. Sehr nützlich. Dann nutze ich die Zeit und pflück hier ein paar Kräuter. So, weil wir haben ja anscheinend doch schon ein bisschen den ein oder anderen bisschen K.O. gehauen. So, sagst du jetzt den anderen Bescheid oder hängst du da jetzt einfach nur doof rum und tust so, als ob nichts gewesen wäre? Der war aber schlecht. So, wow. Okay, du willst nicht, ich will nicht. Dann machen wir es ganz einfach. Ich kletter hier jetzt hoch. So. Tänzel hier die Seile entlang. So wie ich es mir eigentlich hätte schon vorher
machen sollen. Und hopp, rüber da. Und tada, ich bin endlich ans Ziel angekommen. Geht doch eigentlich auch viel einfacher. So, wollen wir mal schauen, was haben wir hier noch? Noch eine Vorratskiste. Ganz viel Stuff. Oh weia. Hier ist aber auch noch ein bisschen Action am Werk scheinbar. Oh, und scheinbar kommt man hier auch nicht wieder hoch. Was haben wir denn hier für Freunde? Ach Mensch, euch kenne ich. So. Erstmal ein paar Maschinenkills machen hier. Das Geile ist, sie sind mega perplex, dass ich die hier einen nach dem anderen einfach umnutze. Hoppla! Wie konntest du mich denn sehen? Kommen noch mehr von deinen Freunden. Finde ich super. Umso schneller habe ich euch. Ich bin sicher. Genau, sicher bist du auf jeden Fall. Die suchen sich nämlich jetzt erstmal einen Weg, wie sie mir wieder weiter auf den Keks gehen können. Voll auf Distanz und so. Nächste. Next one, please. Nichts weiter. Das war's. Zwei habe ich nur noch. Hallöchen. Tommy, jetzt erst mitbekommen. Ich bin hier voll in der Action gerade. So, ich höre hier die ganze Zeit irgendwie Explosionen, Schüsse, irgendwie sowas. Moment. Idee. Hat das funktioniert? Nein, vielleicht das hier. Auch nicht. Probieren wir es doch mal. Mit einem ganz weiten Wurf. Die wollen sich einfach nicht bewegen. Solche frechen Säcke. Ach, jetzt kommt ihr raus. Jetzt. Wo ihr... Ganz einfach. Hoppa. So kommt mir hier nicht davon. Und vor allem die kritischen Treffer. Also, ich habe ein bisschen, ich habe ja ein paar Skillpunkte so gelegt, dass ich, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, mit Treffern Viecher umzukicken. Und das macht sich echt bezahlt hier gerade. Und ich. Mehr kann ich nicht tragen. So, meinen Stein wieder mitnehmen. Drüben haben wir noch ein bisschen Wurzeln. Nehmen wir auch mit. Für den Fall, dass ich wieder irgendwo runterfalle oder so. So. Ich bin mal gespannt, was die als nächstes. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Okay, was wir als nächstes hier besiegen dürfen. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Naja, das ist schlecht. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus.
Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Je länger wir nach den alten Maschinen graben, warum springst du da runter, Aloy? Warum springst du da runter? Weil tatsächlich ist es viel einfacher für uns, im Verborgenen zu agieren. Als hier jetzt irgendwie... Okay, ich brauche erstmal ein paar Scharfschützenpfeile. So. Als hier jetzt irgendwie... Kram zu machen. Okay, das ist zwar schon fast verschwendete Munition, aber... Das war zumindest schon mal ein Sneaky-Beaky-Kill. So, der nächste kommt nämlich... Hast du denn nichts Besseres zu tun? What the fuck? Da liegt eine Leiche. Wie kann denn das sein? Meine Güte, noch eins. Alles absuchen. Okay, die sind jetzt wirklich am Suchen. Und bevor die jetzt wirklich den Alarm auslösen, mache ich hier lieber, bleibe ich hier lieber in Deckung. Der Typ ist eh jetzt gerade schon so, okay, hab's verstanden. Hier liegt einer. Naja, Pech gehabt. Das passiert ja jeden Tag, dass einfach mal so einer umkippt, weil er auf natürliche Art und Weise einen Pfeil im Kopf bekommen hat oder so. Gut so. Und yay, Entwarnung. Das ist genau das, was wir brauchen. So, der bewegt sich schon weg. Der hat keinen Blick mehr auf uns. Hey. Und weg mit dir. So, damit ist die Situation für uns zumindest schon mal ein bisschen angenehmer. Der da drüben ist natürlich ein bisschen kacke. Aber was soll's. Wir haben hier schräger Stamm, Kultistenschergen, hast nicht gesehen. Da kommt das nächste Opfer. Er weiß noch gar nicht, was passiert. Aber er steht schon mal auf der Brücke, das ist ganz gut. Blöde Position. So, das ist die Position, die ich brauche. Sehr gut. Wieder einer weniger. Der da drüben, das ist der, der mir gerade echt am meisten Sorgen bereitet. Der Zorn des Schattens durchdringt sie. Sehe ich vielleicht einen von denen da hinten schon? Probieren wir es. Hat es was gebracht? Nö. Das heißt, der ist da irgendwo mies versteckt. Haben wir hier irgendwo eine Stelle, in der wir uns orientieren können? Wo genau hockt der denn? Der hockt genau hier hinter. Also ich versuche es mal leise. Oh, da ist er. Hab dich. Und jetzt können wir wieder ganz gemütlich in die stille Ecke. Genau. Da hinten kommt jetzt einer angelaufen, der sagt sich, wow, wait, da ist doch irgendwas im Busche. Der hat es einen von uns erwischt. Das ist natürlich traurig. Jetzt merken es die anderen. Was, da liegt einer? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie ist denn das passiert? Und wir sagen uns so, ja, meinetwegen. Die sind jetzt noch voll auf der Hut. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Das ist schlecht. Ich glaube, jetzt ist der Alarm. Oder auch nicht. Fuck. Schnell. Wuff. Hier ist gar keiner irgendwo hin. Hier war auch nie jemand. Wer redet hier von einer Sie? Ha? Das Gebiet durchsuchen, Brüder, jeden Winkel. Upsi. Hat jemand was gesehen? Nein. Hier war einfach gar keiner. Nie jemand da gewesen. Hörst du? Ah!
Na, das war aber schön daneben gesprungen. Gut. Ich bin gar nicht da. Du weißt gar nicht wo. Ich gehe einfach links rum, wenn du rechts rum gehst. Das ist richtig. Das ist ja auch Sinn der Sache. Komm ein Stück näher. Schnüffelt hier immer noch rum. Und. Ups. Jetzt habe ich ganz. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Ha. Dann lasst mal hier schnell gucken, was wir hier an Kram finden. Oh, ich bräuchte auch nochmal neue Pfeile. Zumindest einmal erstellen. So, einmal ganz kurz gucken. Keine weiteren Kultisten. Das ist schon mal ganz gut. Aber wir hatten hier drüben. Ah, das ist da drüben. Okay. Ey. Wenn die hier in ihren Platz nicht so zubauen würden. Das Gute ist, wir haben jetzt hier quasi alle Zeit der Welt. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ja, und die würde ich mir tatsächlich sogar ganz gerne mal angucken. Hören wir uns die mal an. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es in fort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da. Drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Das sind hier jetzt komische Nummern. Zeremonielle Rüstung. Gefärbter Federschmuck und lackierte Metallplatten unbekannter Herkunft. Die Größe deutet auf einen starken Körperbau des Trägers hin. Mein Gebieter, der 13. König des Kaja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Okay. Richtige Fanatiker hier. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Ich glaube, wir haben ein bisschen was aufgedeckt. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch,
als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Also ich würde fast glauben, wenn ich mir das so anhöre, diese Stimme, die da kommt, ich glaube, der Name Hades ist ja schon mal gefallen. Ich glaube, Hades ist eine KI, die sozusagen den Leuten instruiert, was sie zu erledigen haben. Und ähnlich wie bei der Allmutter mit Aloy, ist Hades sozusagen die alte KI aus der Vergangenheit, die sich gegen die Menschheit aufgebäumt hat und sozusagen sein eigenes Bewusstsein mittlerweile entwickelt hat. Und die sogenannte Allmutter ist sozusagen das Projekt Zero Dawn, welches gesagt hat, hey, wir haben jetzt seit 200 Jahren oder lass es 500 Jahre gewesen sein, hat sich diese KI nicht mehr bewegt. Ich brauche die Person zurück, die KI damals in der Vergangenheit besiegt hat und hat deswegen eine Replik von Aloy erschaffen, in der Hoffnung, dass diese Replik das gleiche schafft, wie die Doktorin damals in der Vergangenheit mit Project Zero Dawn. Ich weiß, ist eine etwas krass, also ein bisschen umständliche Theorie, aber ich glaube, das klingt schon nach einem höher gestellten Ziel für die zwei Parteien. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht, wie du mich im Ehebett empfangen hast, wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest, sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Wunderbar. Jetzt haben wir so ziemlich alles erfahren, was wir über was wir so über den Dude benötigen, glaube ich fast. Und wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.